Ja, und zum Schluss nehmen wir Sie nochmal mit in den künstlerischen Bereich. Wenn man bei so einer Kunstausstellung ist oder Vernissage, wie man das auch nennen kann, dann steht man vor manchen Bildern etwas ratlos da. Das sieht zwar alles ganz gut aus, aber was soll das denn überhaupt sein? Was will der Künstler damit ausdrücken? Praktisch wäre es doch, wenn der Künstler gleich daneben steht und man ihn einfach mal fragen kann. Im Sofalov, da fand so eine Ausstellung statt, 48 Stunden lang. Die Künstler waren da, man konnte auch nachts hingehen und auch sonst gab es noch einige Besonderheiten, die meine Kollegin Rebecca Höchstädter für Sie zusammengefasst hat. Was mich bewegt, was sich bewegt. Unter diesem Motto präsentierte sich am vergangenen Wochenende die 9. 48-Stunden-Kunstausstellung. 48 Stunden lang, Tag und Nacht Kunst. Das ist ein ungewöhnliches Konzept. Die Besonderheiten beschreibt Ralf Sommer, der Initiator. Und das Besondere ist, dass sie durchgehend 48 Stunden geht, dass die meisten Künstler die überwiegende Zeit hier sind. Und dass der Besucher eben auch die Möglichkeit hat, mitten in der Nacht um 3 sich Kunst anzusehen. Also es ist komprimiert, geballt. Entstanden ist es mal, weil viele immer gesagt haben, ich hatte keine Zeit zu einer Vernissage. Und dann haben wir gesagt, in 48 Stunden findet jeder mal Zeit für eine Vernissage. Und so haben wir das auf 48 Stunden ausgedehnt. Die Ausstellung bietet für jeden etwas. Malerei, Bildhauerei, Collagen, Videoinstallationen, Fotografie, statisch oder interaktiv. Werden die Eindrücke zu viel, bietet Sofalov die Möglichkeit, sich hinzusetzen und neu zu orientieren. Danach kann man sich frisch gestärkt wieder der Kunst widmen. Und fühlt man sich allzu verloren, kommen die Künstler auf einen zu und beschreiben einem die Idee hinter dem Werk. Wir lassen den Künstler dann zu. Und er fügt sich dann in diese Gemeinschaft der Ausstellung ein. Wir hatten also für diese Ausstellung, haben wir 50 Künstler gewählt. Wir hatten über 200 Bewerbungen. Und zwar überall her. Und wir haben auch jetzt über 12 Künstler, die nicht aus Hannover kommen. Düsseldorf, Dortmund, Ibbenbüren, Leipzig, Halle, Berlin. Viele Kunstwerke sollen auch zum Nachdenken anregen, sind gesellschaftskritisch oder zeigen Missstände auf. Anke Slevos zum Beispiel knüpft mit ihrer Installation an das hochaktuelle Thema der Spionage- und Abhöraffäre an. Ja, es handelt sich um ein Konzeptkunstwerk und zwar geht es um die aktuelle NSA-Affäre. Und ich möchte einfach darstellen, wie Menschen sich fühlen, wenn sie beobachtet werden, aber nicht selber wissen, dass sie beobachtet werden. Und ich möchte Menschen die Möglichkeit geben, das zu experimentieren und damit zu experimentieren. Und es ist mir einfach wichtig in der Kunst, den Betrachter mit einzubeziehen in das Kunstwerk und in die Installation. Durch das Thema, was mich bewegt, was sich bewegt, ist die Ausstellung in 2 Hälften unterteilt. Dieses Mal musste ich die Ausstellung teilen, weil das Möbelhaus diese vordere Fläche auch nutzt mittlerweile als Verkaufsfläche. Das heißt, ich musste hier vorne etwas ganz Starres machen. Und deswegen habe ich gesagt, was mich bewegt, kommt hierher und was sich bewegt, kommt in den zweiten Bereich. Normalerweise ist Kunst nur zum Ansehen. Hier lädt sie zum Mitmachen und Anfassen ein. Der Besucher wird selbst ein Teil des Kunstwerkes, aber auch zum Künstler. Verschiebbare Platten, Tarotkarten legen, Stimmen aufzeichnende Mobiles. Langweilig wird es bestimmt nicht. Und auch im nächsten Jahr hält die 48-Stunden-Kunstausstellung wieder Einzug in Sofa Loft.